wundervollen Montag wünsche ich euch. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Mainz. Und was ich da genau mache, das zeige ich euch gleich. Ich bin jetzt in Mainz angekommen und befinde mich jetzt hier in der alten Lokhalle. Man sieht die vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund. Ich bin hier, weil hier heute eine Ehrenamtsveranstaltung ist, also zum Thema Ehrenamt. Und da sind wir mit D64 auch dabei. Und da ging eine Mail rum, wer Lust und Zeit hätte, dort mitzuarbeiten. Und ich habe halt gedacht, das ist doch eine gute Möglichkeit, sich einzubringen. Deswegen bin ich jetzt hier. Genau, ich habe jetzt heute Morgen noch ein bisschen an der Disc gearbeitet, das filme ich jetzt nicht, das ist auch wie immer also für euch jetzt nicht so spannend. Aber jetzt gleich gibt es halt diese Veranstaltung. Ich habe noch ein kleines Roll-Up im Gepäck, was ich dann jetzt noch von Frankfurt mitgebracht habe und was wir dann da jetzt gleich an dem Stand dann noch aufbauen werden. Und schauen wir mal, was dann jetzt gleich noch so kommt. Geht es los? Die Ministerpräsidentin ist gerade reingekommen und genau, wir haben schon hier total viele Leute am Stand gehabt, die sich auch ein bisschen informieren wollten. Also von daher hat sich das total super gelohnt, echt cool und genau, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, es ist 7 Uhr abends, die Veranstaltung ist jetzt hier auch so ziemlich durch. Ja, wow, das war eine richtig, richtig gute Organisation und finde ich auch tatsächlich ein total spannendes Thema, wie Ehrenamt tatsächlich im Fokus von Digitalisierung gestaltet werden kann, aber auch wie es im Prinzip mit den Tools und Werkzeugen, die man zur Verfügung hat, verbessert oder weiterentwickelt werden kann. Ich fand tatsächlich die Keynote von der Dame von Google, ich habe leider den Namen vergessen, fand ich total interessant und spannend, aber auch die Podiumsdiskussion oder das Expertengespräch, das fand ich gut, hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht dazu zu hören. Wir hatten ja noch prominenten Besuch nachher am Stand, hier ein Foto. Und ansonsten hatten wir viele interessierte Leute, die zu uns an den Stand gekommen sind und sich darüber informiert haben, was der D64 denn da nicht so alles macht. Ich fahre jetzt nach Hause, ich werde netterweise mitgenommen und muss deswegen jetzt nicht mit der S-Bahn fahren. Ja, genau. Ich verabschiede mich für heute, das war der Vlog und genau, wir sehen uns dann zum nächsten. Tschüss!